Gut, dann werden wir die Welt annehmen, genau, die Quest annehmen. Eine sterbende Welt trifft Magni Brosebart in Silithus in Kalimdor. Lasst euch nicht töten. Optional reist über das Portal nach Uldum nach Silithus. Also, der Portalraum ist hier drüben. So, Silbermond, Schattrad. Nee. Ich habe mich geirrt. Wir müssen hier raus wieder. Und zwar Uldum. Haben wir das überhaupt freigeschaltet? Wir haben da gar nicht gequestet. Unsere Portale in die Kataklysmenregionen sind ja gar nicht aktiv. Weil normalerweise, Moment, hier sind die Flugdinge, hier drüben sind normalerweise die Portale in die einzelnen Gebiete, aber die muss man, die sind freigeschaltet, okay. Das ist auch eine Neuerung. Und zwar war es früher so gewesen, dass die einzelnen Portale ja erst erschienen sind, wenn man in die jeweiligen Gebiete reingequestet hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Und vorher war da gar nichts mit Portalen. Scheinbar, sobald man jetzt Stufe, keine Ahnung, 85, 90, 100 irgendwas erreicht, werden die Portale automatisch freigeschaltet und erscheinen. Finde ich gut. Weil so muss man nicht extra alles questen, um irgendwo hinzukommen. Außerdem war es eh Schwachsinn, das Portal zu den Höhlen der Zeit abzuschaffen. Soll zwar irgendwann dazukommen, keine Ahnung wann genau. Normalerweise hieß es vor Patch 8.2, aber da im Portalraum war kein Portal zu den Höhlen der Zeit. Aber wir sind ja gleich da. Entdeckt Silithus die Wunde. So, Magni. Dann würde ich sagen, erzähl du uns mal, was los ist. Hä? Wie wär's? Das Schmuckstück müssen wir vielleicht mal austauschen. Haben wir noch irgendwelche Schmuckstücke? Nö. Wenn dann auf der Bank. Ja, ist egal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, Magnis sicheres Lager. Da unten ist er. Da, wo man schon öfters gesehen hat. Azeroth schreit vor Schmerzen. Das Herz von Azeroth. Begebt euch in die Herzkammer und haltet Zwiesprache mit Azeroth. Vergesst euren Eingang der Kammer, geht es hier entlang. Kommt schnell. So, das kennen wir ja auch schon. Doch. Diese Kammer ist verloren. Sie hält nicht mehr lange stand. So, einmal hier drauf. Ach nee, das ist ja das Video, wie es zu der... Grüße! Wie es dazu kam, was jetzt in Silithus ist. Azeroth ruft euch. Sie bietet euch ein Geschenk, geformt aus ihrer eigenen Essenz. Das Herz von Azeroth selbst.
erfüllt dieses Amulett mit Macht. Das ist womöglich der einzige Weg, sie zu retten. So, wir haben das Herz von Azeroth gleich erhalten. Beenden. Das Herz erfüllen. Absorbiert Azerith, um das Herz von Azeroth zu verstärken. Das Siegel an dieser Kammer schützt die Weltenseele. Aber durch all das hereinbrechende Azerith hält das Siegel nicht mehr lange stand. Wenn ihr das Azerith mit dem Amulett absorbiert, sollte seine Macht das Siegel der Kammer erneuern. So, das haben wir gleich. Fertig. Setzt das Herz von Azeroth ein, um das Siegel wiederherzustellen. Also, so muss ich das machen. Ja, ist auch schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Ha, ich glaube, es funktioniert. Ach, der hat automatisch unseren Hals ausgetauscht. Weiter, nur noch ein bisschen. Nein, das Siegel zerbricht. Haltet durch, Mädchen, bitte, haltet durch. Ihr habt es geschafft. Die Kammer ist sicher. Genau, wir sind ja auch gut, ne? Unsere Welt braucht uns. So, was nehmen wir denn? Die Qual der Wahl. Wobei... Ja, ich weiß nicht. Die Dinger hier sind halt viel besser, aber wir kriegen weniger Erfahrungspunkte. Komm, wir nehmen das Kopfteil. Das Gebot des Sprechers. Sprecht mit Nathanos Pestrufer in Orgrimmar. Tragt dieses Amulett nah am Herzen. In dunklen Zeiten wird es euch den Weg weisen. Komm, jetzt. Ich werde nach Wegen suchen, die Wunden zu heilen, die Azeroth erlitten hat. Wenn ich eure Hilfe brauche, erreiche ich euch über diesen Talisman. Jo. Ich mag ihr Sprecher sein, doch ihr seid ihr Champion. Und sie braucht eure Hilfe in diesem Kampf. Alles klar. Nun denn, ihr wisst, was zu tun ist. Die Plattform teleportiert euch zurück zu euren Verbündeten. Viel Glück uns allen. Bist fertig? Gut. Ja, ich sag mal, die Werte da drauf sind 1000-mal besser als das, was wir durch unsere Klamotten, unsere normalen Klamotten kriegen. Haben wir, ne, hier gibt's, ich will mal kurz gucken, Dalaran, Zandalari Imperium, Azuna, Kriegsspeer, Shadrat, Silbermond, nö, hier ist noch kein Portal zu den Höhlen der Zeit. Hier runter vielleicht? Ja, ich will mal gucken. Hier ist... Da ist ein Portal zu den Höhlen der Zeit. Okay, also ist doch schon da. Gut zu wissen. So, wir sollen einmal zu Nathanos. Der steht immer noch da oben auf der... Wie nennt man das? Wehr? Also W-E-H-R. Beenden. Missionsrichtlinie. Erfahrt eure Mission von Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer. Unser Kriegshäuptling verlangt nach euch. Eine Mission größter Wichtigkeit und Geheimhaltung. Jo. Ich weiß, was kommt. Das hatten wir ja auch schon in der Beta gespielt. Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten.
Der kleine König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Ich auch. Azerith-Bonus verfügbar. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Jo, machen wir gleich. So, was haben wir denn hier? Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, alle Sekundärwerte eine Minute lang um 10 zu erhöhen. Bis zu 4-mal stapelbar. Tigerfuror erhöht euren kritischen Trefferwert um 253 und hält 12 Sekunden lang an. Bei direktem Schaden von Haum besteht eine Chance von 50%, dass eure Beweglichkeit für 12 Sekunden um 38 erhöht wird. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar. Hauen ist das hier. Ja, das benutzen wir selten. Dann machen wir das hier. Was kriegen wir als nächstes dann? Vampirgeschwindigkeit. Wenn ein Gegner, dem ihr Schaden zugefügt habt, stirbt, werdet ihr um 12 geheilt und okay. Und hier Absorptionsschild. Kennen wir alles schon. Wir haben eine neue Quest. Missionsrichtlinien. Lernt euer Team kennen. Wo ist eigentlich mein Ruhestein? Ist das hier? Ja. So treffen wir uns wieder, Champion. Hey, Mann. Gut. Alle sind hier. Bereit zur Abgabe. Fall mir nicht auf die Nerven. Flucht aus Sturmwind. Schließt das Szenario die Flucht aus Sturmwind ab. Wir hatten gestern eine ziemlich lange Folge. Wir werden heute eine kürzere Folge machen und machen dann morgen das Szenario. Dann bis morgen.